06 TV wird Ihnen präsentiert von den LVM-Versicherungsagenturen Paul Everding und Manuel Pieper. Puli, viel Aufwand, wie immer, heute mit 2 Toren belohnt. Ich glaube, dann fällt auch dir mal ein bisschen was vom Herzen. Ja, absolut. Ich denke, ich war mal wieder dran, bin schon länger dran, jetzt hat es endlich geklappt und natürlich fällt mir da auch ein bisschen nass von den Schultern, ja. Gerade ein 4:0 Heimsieg nach der Niederlage in Rödinghausen, das tut dann wieder gut, man ist zurück in der Spur. Ja, ich glaube, jeder von uns wollte das wieder gut machen, was wir da verbockt haben, weil es auch einfach ein schlechtes Spiel von vorne bis hinten, von 1 bis 11 war. Und ich glaube, man hat heute gesehen, dass wir uns alle gegenseitig anschieben wollten und es hat ganz gut geklappt. Klar, wir müssen die erste Halbzeit schon 2-3 mehr machen. Aber im Endeffekt haben wir 4 Tore geschossen. War 4, ne? Gut. Und wir haben 4-0 gewonnen, den Pass. Vor deinem zweiten Tor hast du dann auch nochmal eine kleine Pirouette eingestreut. Da, sowas funktioniert dann auch, wenn der erste schon mal drin war. Ja, also ja, ich bin ja so ein bisschen so, Marke, einfache Tore ist nicht so meins. Von daher passen die da wieder ganz gut rein, das Tor. Aber im Endeffekt war es ein wichtiges Tor fürs 4-0 am Ende und dann passt es schon. Und die Tribüne musstest du einmal kurz beruhigen, hinten raus? Ja, ja, jetzt sind sie gleich wieder verwirrt, wenn du mal 4 Tore schießt. Ne, natürlich hätte ich auch gern 5. geschossen, aber im Endeffekt, nachher kriegen wir einen Konter und es muss einfach nicht sein bei 4-0. Und ja, lasse ich mich auch gerne mal ausbuhen. Torben Dieters am Ende sehr souverän mit 4:0. Ihr habt euch nicht immer so leicht getan, zumindest in der Chancenverwertung, aber unterm Strich zufrieden. Ja, absolut. Ich glaube, wir hätten erste Halbzeit, hätten wir auch schon das ein oder andere Tor mehr schießen müssen. Aber hinten raus, vor allem nach dem 2-0, hat man auch gesehen, dass sie platt waren. Da haben wir sie geknackt, glaube ich. Und dann können wir, glaube ich, sogar noch das 5. machen. Ich glaube, Jan Dijk hat eine riesen Chance noch. Aber nun gut, ja, ich glaube, heute können wir gut zufrieden sein. Wir haben eine Reaktion gezeigt zum Spiel in Rödinghausen, dass wir einfach einen Gas geben wollten. Und haben die, glaube ich, dann auch gut bearbeitet, das ganze Spiel über. Und dementsprechend auch in der Höhe, glaube ich, absolut verdient gewonnen. Was geht denn dann Halbzeit 1, aber dennoch phasenweise durch den Kopf, wenn man ja wirklich, wie du sagst, eigentlich sehr, sehr, sehr gute Chancen hat und die Dinge aber einfach nicht reinfallen wollen? Ja, ich musste einmal ein bisschen schmunzeln, weil der Ziege schon im Spiel immer sagt, jetzt mach die Dinger da vorne rein. Dann hatte er, glaube ich, unmittelbar vor der Halbzeit ein Riesending, wo ich auch dachte, ja, scheiße. Aber ja, keine Ahnung, wir können halt nur weitermachen, immer weiter Gas geben, immer mehr Chancen rausarbeiten und hinten raus hat es dann ja auch geklappt zum Glück. Sascha Hildmann, 4:0 klingt sehr deutlich, hat dich aber wahrscheinlich trotzdem ein bisschen mehr Nerven gekostet, als so ein Ergebnis hinten raus scheinen lässt. Ja, ich glaube, man hat schon gemerkt, dass die Mannschaft wieder gut machen wollte für die Niederlage am Mittwoch. Sie hat von Anfang an hochaggressiv gespielt. Das, was wir uns vorgenommen haben, haben wir umgesetzt, das Pressing. Viele Torchancen rausgespielt, ganz klare Torchancen dann leider nicht verwertet. Zweite Hälfte war es erst ein bisschen fahriger, aber dann haben wir auch die entscheidenden Tore dann im entscheidenden Moment gemacht und das war gut so und ich bin auch absolut zufrieden mit der Leistung heute. Die Mannschaft hat es ja auch spielerisch sehr gut gemacht, obwohl der Platz nun wirklich nicht dafür ausgelegt ist. Das ist ja das, was ich so am Mittwoch vermisst habe, weil wir können richtig gut Fußball spielen und heute hat man es, glaube ich, auch wieder gesehen. Obwohl der Platz nicht gut ist, du sagst es, haben wir es immer wieder versucht, die Ansätze gesucht. Dann verrutscht doch mal ein Ball, das ist überhaupt nicht schlimm, da sage ich auch keinen Ton. Und wichtig ist, dass wir das durchgezogen haben, auch mit der Power und uns letztendlich mit dem tollen Sieg belohnt haben. Zuletzt wurde auch mal über Verona Pulido gesprochen, der viel reinbringt, nur noch nicht so glücklich war. Heute dann 2 Dinger, das war wahrer Mann der Reihe. Er war jetzt auch einfach mal dran, freut mich auch total für ihn und hoffe, dass der Knoten jetzt geplatzt ist, dass es so weitergeht.